So, Demexco 2018. Viele Erwartungen erfüllt, viele Wünsche erfüllt. Mein Wunsch, immer mal hier auf dem Sofa sitzen, tue ich jetzt gerade mit zweien von denen, die das alles hier verantworten, mit denen ich zumindest am meisten Kontakt hatte dieses Jahr und am meisten Themen irgendwie abstimmen musste. Neben mir der Dominik Mattiker, der Dr. Dominik Mattiker, der Chief Advisor sozusagen der Demexco. Und hier der Philipp Hilbig, der für die Messe verantwortlich ist. Jungs, jetzt sind alle raus, da liegt alles voller Glitter. Wie war's? Wow, zwei sehr anstrengende Tage. Ich würde gerne anfangen mit ein paar Lobs. Das allererste Lob geht auch an das Team hier hinter mir, an alle einzeln. Das war der phänomenalste Job, den ihr hattet machen können. Vielen lieben Dank. Der zweite Lob geht an Onkel Petrus für das fabelhafte Wetter. Ich glaube, das waren sehr intensive, sehr anstrengende 9 Monate und das, was mir die Genugtuung tut oder bringt, ist, dass die Medien und das neue Konzept positiv aufgenommen haben, dass die Aussteller überdurchschnittlich zufrieden sind, dass die Teilnehmer zum einen Spaß hatten, aber auch Wissen mit nach Hause genommen haben und die ersten Zahlen, die wir haben, sehen in alle Richtungen eigentlich nur nach oben. Wir freuen uns sehr, die Reise beginnt. Für mich fühlt sich das als Unternehmer an wie so ein kleiner Mini-Exit. Wir haben 9 Monate mit viel Druck, mit viel Leidenschaft für dieses Ziel hier, die Demexco nach unseren Vorstellungen umzubauen, hart gearbeitet und das Feedback, zumindest das erste Feedback, ist so positiv, dass wir uns jetzt einfach mal zumindest bis morgen entspannt freuen wollen. Philipp, was hat dich denn am meisten entspannt hier an den 2 Tagen? Entspannt. Na, jetzt, wo es vorbei ist. Ja, genau. Jetzt sind wir entspannt. Aber Junge, was für ein Ritt. Aber es hat wirklich einen mordsmäßigen Spaß gemacht. Auch hier nochmal von mir wirklich, ich nehme das mal, ein ganz großes Lob an dieses großartige Team. Und genau, das, der ist für euch. Und es war einfach großartig. Es war ein langer, es war ein anstrengender Ritt und ich freue mich drauf. Ich freue mich einfach darüber, wie gut es jetzt gelaufen ist, was für eine erfolgreiche Veranstaltung wir hingestellt haben und jetzt können wir entspannen. Also ich habe tatsächlich auch mit vielen Leuten gesprochen, die hier in den Hallen gearbeitet haben, Interviews gemacht und so Gäste gehabt, die gesagt haben, die Gänge waren voll, die Stände wurden gut besucht, die Gäste, die ich hatte, haben alle gesagt, sie haben viele Leads gemacht, sie haben viele spannende Kontakte gehabt, auch viele Partner getroffen. Du hast die Presse und die Medien schon angesprochen. Gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich glaube, jetzt kriegen wir es hin an den 2 Tagen oder warst du jetzt bis zum Schluss angespannt? Ich glaube, ich war positiv grundangespannt. Ich bin es auch noch immer. Ja. Zudem tut mir mein Rücken weh, meine Füße haben Blasen. Ich glaube, das ist nur möglich mit der Community, die dahinter steckt. Und das sind über 40.000, sind 41.000 Leute, die uns das Vertrauen geschenkt haben, zu kommen, dem neuen Konzept offen gegenüberzustehen. Das sind Leute wie Tim Höttges, der dann eine Rede hält über grundsätzliche Themen, die unsere Gesellschaft betreffen. Das sind die Aussteller, die uns trotz dieser Unsicherheiten zum Ende letzten Jahres das Vertrauen geschenkt haben. Und ich hoffe doch sehr, zumindest zeigen das die Zahlen, dass wir allen diesen Leuten das zurückgegeben haben, wofür wir ihr Vertrauen ursprünglich bekamen. Und das ist eine Genugtuung, die einfach wunderschön ist. Und zeitgleich ist es natürlich auch ein Ansporn, dieses Vertrauen nicht wieder zu verlieren, was für uns halt ganz konkret bedeutet, nein, ich gehe nicht in Urlaub, wir machen alle weiter und ich hoffe mit dem Team und ich hoffe sehr, dass dieses Team noch weiter wächst und wir alle unsere Ziele, alle unsere Vorstellungen und Ideen, jegliches Feedback, was wir bekommen, auch jegliche Kritik, einfach umgesetzt bekommen, damit diese Veranstaltung nicht nur weiterhin irgendwie Europas digitale Leitmesse und Konferenz bleibt, sondern wir diese gegebenenfalls auch noch weiter ausbauen können, damit hier jeder Einzelne einfach grundhappy, zufrieden nach Hause fährt. Das Verrückte ist ja immer, man sieht nach außen ein neues Design, man sieht irgendwie eine andere Art der Kommunikation, man sieht viel digitale Signage-Themen, aber ihr habt ja hinter den Kulissen auch extrem viel gemacht. Ihr habt ja Systeme ersetzt, ihr habt neue Systeme aufgesetzt. Was war denn für dich so der Moment in den letzten Monaten, wo du dir gedacht hast, Alter, ist das ein Brett, keine Ahnung, ob wir das hinkriegen. Ihr habt es hinbekommen, aber gab es so einen Moment, wo du dir mal gedacht hast, boah, das wird ein ganz schöner Ritt?
tatsächlich gefühlt hat dieser Moment irgendwie nie aufgehört. Und irgendwie stehe ich auch gerade schon wieder vor dem nächsten Moment, wo ich mir denke, ey, in einem Jahr soll das ganze Ding schon wieder stehen. Und also du stehst in dieser Vorbereitungsphase eigentlich regelmäßig immer vor genau diesen Punkten. Ne? Und es ist halt eben, wir haben richtig gute Leute mit an Bord. Wir arbeiten echt sehr eng und alle gut miteinander zusammen. Und wir wissen auch, dass wir diese Bretter dann auch wirklich richtig gut gebohrt kriegen. Vor der Messe ist nach der Messe und nach der Messe ist vor der Messe. Wann geht's wieder los? Ich meine, im Sinne von, ihr arbeitet ja daran, dass die Community das ganze Jahr Kontakt hat. Das heißt, die Stories werden weitergehen, es wird Content gemacht, es wird Geschichten drumherum geben. Aber habt ihr jetzt mal 2, 3, 5 Tage Pause oder geht's gleich morgen weiter? Also tatsächlich geht es für die meisten morgen weiter, weil die Woche dann schön mit dem Freitag zu Ende geht. Viele von uns fliegen an die Orte, wo sie leben, nach München, nach Berlin und anderswo. Das bedeutet, wir werden morgen einen halben Tag haben, am Wochenende wahrscheinlich dann tiefenentspannt versuchen, alles mal Revue passieren zu lassen und dann wieder am Montag angreifen, das Feedback nachbearbeiten. Wir haben Umfragen, die wir starten müssen. Es gibt verschiedene Aussteller, denen wir mit unterschiedlichen Produkten jetzt auch in der Nachmessebereitung oder Aufbereitung helfen wollen und müssen. The show must go on. Ich bin massivst happy mit dem Output. Ich finde es phänomenal, was das Team für eine Leistung hier abgeliefert hat. Ich finde es toll, dass du dabei bist. Du wurdest nie gelobt, aber du bist der Mann hinter der Kamera im TV-Studio. Sensationell. Es ist einfach ein gutes Gefühl der Erleichterung und zeitgleich ein tolles Gefühl des Ansporns 2019, alles, was wir als Feedback bekommen, einfach umzusetzen. Und da freue ich mich tierisch. Also es ist momentan so dieses Adrenalin, auch wenn man es mir vielleicht nicht anhört, weil meine Nase zu ist, ich bin total erkältet, ist halt einfach nur geil. Dann würde ich sagen, es ist Zeit, dass ihr mit eurem Team anstoßt. Den Zuschauern sagen wir jetzt, take care, kommt nächstes Jahr wieder, see you at the Mexico 2019, we'll be back. Danke dir, Norbert.